Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test. Wir spielen das Spiel Mousetrap, erschienen von Coleco für das Atari 2600. Ja, es geht halt darum, wir sind hier eine kleine Maus, die dabei ist, hier einen Käse zu einzusammeln. Und es geht halt darum, wie gesagt, à la Pac-Man alle Käseteile hier einzusammeln. Ja? Man kann sich dann mit einem Druck, kann man sich dann, wenn man so einen Knochen eingesammelt hat, das sind diese komischen Xe, zu einem Hund verwandeln und damit die böse Miezekatze schlagen. Also kann man sich dann einen schönen Weg bauen. Ja, also wie gesagt, 1982 erschienen, gehört schon zu den etwas älteren Spielen, aber ich persönlich, schwöre drauf, ich finde es einfach nur cool, macht einfach nur Spaß, die Miezekatzen zu jagen und in den Allerwertesten zu beißen. Ja, und wenn man sie alle aufgesammelt hat, geht man in den zweiten Level. In den nächsten Level, meine ich. Und es steigert sich und steigert sich. Wir wollen mal schauen, wie weit wir kommen. Jetzt wollen wir erstmal schauen, dass wir hier diese ollen Käsestückchen einsammeln. Die müssen ja schon miefen. Ja, das ist eine böse Miezekatze. Die wollen wir mal erstmal. Ein kurzer Druck auf den Schießknopf verwandelt uns in einen Hund. Länger gedrückt halten, öffnet diese Schranken, die uns eine Abkürzung ermöglichen. Zeigen wir es der böse Miezekatze. Gut, jetzt werden wir uns mal in einen Hund verwandeln und auch hier drinne abräumen. Später bekommt man dann auch noch extra Leben. Ich weiß jetzt nicht, ab wie viel Punkten, vielleicht ab 1000. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ich komme so weit. Es gibt im Endeffekt nicht viel zu sagen, außer eben, dass dieses Spiel sehr, monoton ist, ja. Die Miezekatzen, die werden immer schneller, es bleiben immer drei, es werden nicht mehr, es werden nicht weniger. Ja, weniger schon, wenn wir sie beißen, aber dann kommen sie ja auch wieder. Ja, jetzt holen wir uns erstmal wieder zum Hund. Alle macht der Maus. Ja, wir sind eine kleine, süße, weiße Maus. Na, da. Ja, wie gesagt, das Spiel heißt Mousetrap. Und es ist halt. Also damals waren die Spiele sowieso alle nicht so. Ja, jetzt hat sie uns erwischt. Ein Leben über. Die Spiele waren alle nicht so abwechslungsreich, ja. Also, wir haben das ja in einem anderen Let's Test gesehen mit Bobby the Time. Auch nicht besonders weltbewegend, ja. Aber hey, auch sowas macht mal Spaß. Einfach mal, wenn man etwas anderes machen möchte, außer immer nur HD-Grafik zocken oder Spiele, die ewig lang sind. Nö, einfach reinlegen, zocken und schauen, dass man am besten einen Highscore knackt. Eieieiei, jetzt habe ich nicht richtig gedrückt. Jetzt haben wir noch einen verloren. Zack. Mal ein bisschen aufpassen. Ja, weißt ja, ein Katzen den anderen rettest. Jetzt mal wieder zum Hundi. Böse Bulldogge. Sehr schön. Nächster Level. Ding, ding, ding. Wenn man ein bisschen aufpasst, kann man echt weit kommen. Nein! Das war echt fies. Das war fies. Das war meine Rache. Meine böse Rache. Aber ich habe ja noch drei Knochen. Was ist alles Knochen? Ich weiß es gar nicht. Jetzt wollt ihr uns aber den Kragen, die Olli sieht. Gut. Jag dich. Ding. Schnell an den Knochen heran. Welcher uns ja wie gesagt zum Hundi macht. Hundi. Ding. Ja, ein Pac-Man, ja, so ein absoluter Klassiker, ja. Das macht einfach nur Spaß. Als kleines Kind habe ich das früher immer gesuchtet.
ding, 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 ding. Party geht ab, alle wirken wie verrückt. Heimblatt, Captain Barber und die anderen sind der Tipp. Die Maus nagt zu viel. Im Endeffekt doch ein Spiel, wo man nicht viel nachdenken muss, ja. War das Richtige für mich. Hallo. Hahaha, weggemampft. Wunderbar. Gut, also es gibt kein extra Leben bei 1000. Din, 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 din. Din, 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 din. Schau mal, wie weit wir kommen. Din, 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 din. Puh, das war knapp, das war knapp. Uiuiui, jetzt werden sie aber giftig. So wie Katzen manchmal auch sind. Weil die machen Mäuschen ans Leder. Nein, an den Pelz. Mhm. Katzen haben, Mäuse am Pelz. Ein Leder. Nein, 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 nein. Haben wir noch eine Chance? Ja, wir haben noch eine Chance. Das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Da müssen wir hin. Zack. Puh, ich dachte schon, es wäre aus. Ich dachte schon, es wäre aus. Ding, 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 ding. Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich noch viel dazu sagen soll. Ja, das Spiel ist jetzt schon fast mehr oder weniger selbsterklärend. Aber, naja, ich wollte es euch halt mal zeigen. Und ding, ding, ich weiß, ich habe schon aufregendere Spiele gespielt. Aber ja, es passt genau mein Konzept. Es passt genau mein Konzept. Retro Games, meine Welt, absolut cool. Warum auch nicht mal sowas ganz Altes? Mau! Mau! Eieiei, das ist nur eins. Schuu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 
So was. Jetzt kann man hier ganz in Ruhe abgrasen. Ah, ja, ja, es wiederholt sich immer wieder, ja. Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass es jetzt noch sonderlich schwerer wird. Ui. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Hier steht auch nirgendwo eine Levelanzahl oder so. Wenn man geschickt ist, nicht so dämlich wie ich manchmal, dann kann man hier wirklich weit kommen. Was allerdings das endgültige Ziel von diesem Spiel ist, ist mir noch nicht ganz klar. Aber, ja. Ein netter Zeitvertreib. Eben eine Jagd um die Highscore, ne? Ding, 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 ding. Oh, wir haben wieder ein extra Leben bekommen. Dun, 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 dun. Oh, oh. Ach, jetzt habe ich nicht dran gedacht, den Knopf zu drücken. Ach, wie kann ich nur? Ich habe auch gar keinen Knochen, um ehrlich zu sein. Oh, oh. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So, drin hier. Und so, und der Katze in den allerwertesten gebissen. Gut, und wieder ein Level. Dang, 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 dang. Yep. Ja, was soll ich noch erzählen? Folgt einfach das Spielgeschehen. Ding, 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 ding. Noch mehr Facts, ja. Ach, verdammt. Gut, damit haben wir unser letztes Leben verbraucht. Ja, jetzt habt ihr euch mal ein Bild von dem Spiel gemacht. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ein Däumchen wäre schön. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao.